komplettiert und Nick Heidfeld auf Position 18. Oh, das wird wohl eine Gelblichtphase geben müssen. Das Safety Car wird da wohl rauskommen müssen, denn da hat sich einer mächtig überschlagen. Das ist die Nummer 6, Werner Lubberger, der hängt da auch noch im Auto drin. Gefährliche Stelle auch außen. Vielleicht kriegen wir es gleich von der Regie auch nachgeliefert, was da passiert ist, ob er sich da berührt hat mit dem Kollegen oder ob er zu quer gekommen ist. Da ist schon einer von der UNS-Sicherheitsstaffel da, ein Auto. Der Kies relativ tief und relativ weich natürlich. Jetzt sehen wir nochmal, was da passiert ist. Da kommt Nick Heidfeld durchs Bild in der Wiederholung. Oh, und da liegt in der Tat Lubberger schon auf dem Dach. Auf dem Dach, auf dem Überrollbügel. Das ist also nicht die Entstehung des Unfalls, nur das Ende, die letzten Frames, die letzten Bilder. Ja, da kommen sie in vollem Tempo an, allerdings gelben Flaggen werden geschwenkt. Man sieht es am Bildrand hier in der Schlusskurve nach der Castrol-Schikane. Und da in der Außenzone, da hängt das Auto von Lubberger. Tunlich sollte man jetzt also hier nicht überholen. Safety Car kommt raus, das ist ganz klar, eine andere Entscheidung ist eigentlich nicht möglich. Wird das Feld einsammeln. Das heißt nun Schritttempo angesagt hinter dem Führungsauto. Da haben wir das Auto von Lubberger, also man kriegt ihn da so wohl nicht raus. Da muss nun gleich größeres, schwereres Gerät rangeschafft werden, um den Lola des Afrikaners wieder in die richtige Richtung zu heben. Nächstes Mal ein bisschen anzuheben, um den eingeschlossenen Fahrer da zu ermöglichen, rauszukrabbeln. Um hoffen, dass er da am Nacken nichts abbekommen hat. Das heißt also, das Rennen nun erstmal neutralisiert in der dritten Runde. Das heißt also, aufgereiht wie auf einer Perlenschnur hinter dem Führungsauto herfahren. Spitzenreiter direkt hinter dem Safety Car. Gonzalo Rodriguez vor Jason Watt und Juan Pablo Montoya, Kurt Mollekens Vierter, André Courtois auf Platz 5, Thomas Enge Sechster und Nick Heidfeld momentan 18. Zurück live mit Eurosport auf dem Nürburgring und kein Renntempo. Sie sehen es, liebe Zuschauer, nach 4 Runden. Aufgrund eines Unfalls und dem notwendigen Einsatz des Sicherheitsautos, des Safety Car, Werner Lubberger, den hat es da erwischt. Wir sehen jetzt noch einmal, dass er inzwischen aus dem Auto rausgekrabbelt ist. Ihm also, dem Südafrikaner, nichts passiert. Schon im letzten Jahr für Aiden Bridge Racing unterwegs, damals 12. in der Meisterschaft.